Dieses Es muss doch mal Schluss sein, ist etwas, was sehr oft gesagt wird, aber von aktuellen Ereignissen immer wieder ad absurdum geführt wird. Vor 2 Tagen war der 8. Mai, der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus. Und es ist seit vielen Jahren üblich, dass im Deutsch-Russischen Museum Karlshorst am 8. Mai ein Fest für den Frieden gefeiert wird. Das geht am Vormittag los und endet dann mit dem Toast auf den Frieden um Mitternacht. Und in diesem Jahr fand 50 Meter entfernt von dem Museum, zu dem viele ausländische Gäste auch kamen, eine zugelassene Kundgebung der NPD statt. Die Behörden haben darüber nicht informiert. Genossen, Freunde, Kameraden von VVN, BDA, die vor Ort waren, haben andere Leute mobilisiert, sodass wir dagegen protestiert haben. Aber es standen 2 Hundertschaften Polizei dazwischen, Einsatzkräfte. Und Sie, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie das so auf manchen Veteranen auch und seiner Familie gewirkt hat. Eine russische Familie kam zu mir und sagte, sie denkt, sie bekommt einen Herzinfarkt. Sie weiß gar nicht, was sie jetzt machen soll. Und ich fand es wirklich eine Ungeheuerlichkeit, diese Kundgebung zuzulassen. Und zweitens sage ich an dieser Stelle auch noch mal ganz entschieden meine Meinung. Ich bin dafür, dass die NPD verboten wird. Begrüßen Sie jetzt mit mir noch einmal ganz herzlich unsere langjährige Freundin, Mitkämpferin Beate Glasfeld, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, für Gerechtigkeit zu sorgen und dafür zu sorgen, dass es kein Vergessen gibt, dass Nazitäter ihrer gerechten Strafe nicht entkommen und die dafür ein hohes persönliches Risiko in ihrem Leben auf sich genommen hat. Beate. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, zwischen 1933 und 1945 entfachte Deutschland viele Flammenmeere. Am 13. Januar 1933, als Hitler Reichskanzler wurde, zogen die Fackelzüge durch die Nacht. Am 10. Mai desselben Jahres verbrannten die nationalsozialistischen Studenten die Bücher der Juden und der Demokratie. Am 9. November 1938 brannten die Synagogen, bevor Millionen von Juden verbrannt wurden und viele Deutsche unter den Bombenangriffen, die sie mit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat, selbst dem Feuer ausgesetzt waren. Am 10. Mai 1933, also heute, vor 80 Jahren gab die deutsche Jugend der Welt ein schlechtes Beispiel. Sie brach ein Tabu. Seit der Herrschaft der Inquisition, als man ketzerische Bücher und die Ketzer selbst auf die Scheiterhaufen brachten, waren keine Bücher mehr verbrannt worden. Man verbot sie, man ließ sie einstampfen, aber man warf sie nicht mehr ins Feuer. Denn das Volk in seiner Vernunft und seinem kollektiven Gedächtnis war sich bewusst geworden, dass man, wenn man Gedanken, Meinungen verbrennt, auch diejenigen verbrennt, die sie fassen und die sie mit den anderen teilen. In einer Zeit, in der das Universitätsstudium im Wesentlichen einer aus dem Weimarer Bürgertum hervorgegangenen Elite vorbehalten war, brachte die intellektuelle Jugend Deutschlands an diesem 10. Mai 1933 ihr begeistertes Bekenntnis zu dem neuen nationalsozialistischen Regime zum Ausdruck. Diese jungen Menschen, von denen eine große Mehrzahl junge Männer waren, die ihre Bildung doch in den Grundschulen und Gymnasien der Republik erworben hatten, wiesen die Werte der Republik, der Demokratie und der Achtung des Menschen so aufsehenerregend wie möglich von sich. Sie verbrannten die Bücher, die eine moralische Schranke darstellten, wer sie hätte daran hindern können, sich auf dem Weg der Unterwerfung unter den Staat, der Unterdrückung des kritischen Geistes und der Intoleranz zu machen. Diese verbrannten Bücher und dieser totale Bruch mit der Vergangenheit bedeuteten die vollständige Verweigerung einer Umkehr. Genauso wie im 16. Jahrhundert die Spanier in Amerika ihre Schiffe verbrannten, damit ihr Eroberungswille nicht von der Sehnsucht nach Heimkehr geschmälert wurde. Die jungen Leute, die diese Begeisterung nicht teilten, waren nicht in der Lage zu reagieren
und symbolische Handlung zu finden, um ihrem Widerspruch Ausdruck zu verleihen. Wir wissen nicht, wie groß der Anteil derjenigen war, die das Handeln der Anführer gutießen und derjenigen, die deren Handeln missbilligten. Wir wissen jedoch, dass es die Anführer waren, die in dieser Nacht das neue Deutschland und seine neuen offiziellen Werte des Judenhasses und der Missachtung der Freiheit und der Menschenrechte verkörperte. 6 Jahre später ergoss sich eine zwangsorganisierte und auf Gewalt und Grausamkeit konditionierte deutsche Jugend mit dem Feuer der Waffen und des Polizeiterrors und mit dem Rauch, der aus den Kaminen der Krematorien quoll, über ganz Europa. Deutschland selbst musste brennen, damit die Deutschen endlich verstanden, dass sie wieder eine Gesellschaft aufbauen mussten, die den demokratischen Werten entspricht. Wir wissen nicht, und ich bedauere dies, welchen Lebensweg diese Militanten des NS-Studentenbundes nahmen, die beschlossen, die Bücher derjenigen, deren Ideen sie verabscheuten, auf einen Haufen zu werfen und sie in einem Flammenmeer und Freudenfeuer aufgehen zu lassen. Es wäre vielleicht interessant und aufschlussreich, in den Archiven des NS-Studentenbundes nach ihren Namen zu suchen und ihren Weg im Dritten Reich zu rekonstruieren. An der Universität Göttingen war der Organisator der Bücherverbrennung, wo ich schon letztes Jahr daran erinnerte, Helmut Knochen, ein brillanter Student der vergleichenden Literatur, der 1940 Befehlshaber der Nazi des Sicherheitsdienstes und der Sicherheitspolizei in Frankreich wurde und der die Deportation von 60.000 Juden, darunter 11.400 jüdischen Kindern, leitete. Ich habe für diese heutige Gedenkfeier ein Plakat zusammengestellt, auf dem fast 100 Fotos von jüdischen Kindern gezeigt werden, die aus Frankreich deportiert und in Gaskammern von Auschwitz-Birkenau ermordet wurden. Jedes dieser Kinder hält ein Buch in seinen Händen. Es ist ein Symbol. Das Volk des Buches wurde von dem Volk der Druckermaschinen verbrannt. Bald muss sich die Frage stellen, ob das unheilbringende Buch desjenigen, der das kriminelle Feuer angezündet hat, frei verbreitet werden darf oder ob es verboten bleiben soll. Dieses Buch wurde nicht zur Verbrennung verdammt, trotz der verheerenden Schäden, die es und sein Autor verursacht haben. Auch wenn viele Deutsche sich wärmten, indem sie nach der Niederlage und während des harten Winters verbrannten. Es darf nicht erlaubt werden, dass die gewaltigste Anstiftung zum Rassenhass und zum Zwass zwischen den Völkern öffentlich verbreitet wird in einem Land, wo freie Männer und Frauen einst dazu verdammt waren, in den Lagern zu sterben oder im Exil zu leben und wo die anderen, weitaus zahlreicheren, eine so verabscheuungswürdige Rolle gespielt haben. Im 21. Jahrhundert, dem Jahrhundert von Internet und Amazon, müssen die Detektoren die Computer nicht verbrennen. Es genügt, den Zugang zu sperren. Sie verbrennen vielleicht iPads, auf denen man Bücher speichern kann, aber niemand weiß, was uns die Zukunft bringen wird. Deshalb bleiben wir wachsam und treu der Botschaft aus den von den Nazis verbrannten Büchern. Vielen Dank.